Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prey. Ich habe das Spiel jetzt schon durchgespielt und würde euch gerne eigentlich eine kleine kurze Zusammenfassung machen, was bisher alles passiert ist. Kann ich hier irgendwie Musik mal leiser machen? Moment. Audio. So, wir machen mal ganz kurz Musik leiser. So, ja, ich habe das Spiel jetzt schon durchgespielt, weil es mich doch etwas gefrustet hat. Und ich muss euch sagen, ich sitze jetzt, glaube ich, schon ein Vierteljahr in dem Spiel. Und ja, ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, die Folgen jetzt aufzunehmen. Und habe mir gedacht, weißt du was, du spielst das jetzt ganz fix mal durch, rennst überall lang und achtest jetzt nicht mehr auf jeden kleinen Typ, der da unten auf dem Fußboden liegt. Und ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, was ich jetzt alles gemacht habe bis dahin, wo ich jetzt bin. Die letzte Folge war da, wo so eine große Halle war, wo oben so ein Shuttle war und zu dem Shuttle mussten wir kommen. Das habe ich auch gemacht, indem ich an der Seite mir mit der Glukanone auf der zerbrochenen Brücke, habe ich mir da so ein paar Bälle hingemacht, bin rübergesprungen. Da drüben waren zwei solche Viecher, die haben mich gleich angegriffen, das war sehr begeisternd. Und dort habe ich die Brücke ausfahren lassen, bin auf das Shuttle, habe mir in dem Shuttle eigentlich nur kurz was angeguckt, was angehört und musste dann wieder rausgehen. Danach musste ich solche Maschinen in so einem Labor erledigen, von Alex Yu halt aus. Der Dahl, der hat da wohl in diesem Labor die Maschinen gehabt, die habe ich dort umgebracht und dann war die Quest auch erledigt. Danach hat sich Alex oben in seinem Haus dort eingeschlossen, wo es so schön grün ist. Und davor stand halt dieser Dahl, der halt böse ist und die ganzen Maschinen auf uns gehetzt hat. Den musste ich dann dort erschießen und musste die Tür aufmachen, damit Alex rauskam. Ja, der hat sich dann bedankt dafür. Dann kam ein riesiges Vieh, also eins von den Typhons, riesengroß außerhalb des Schiffs im Weltraum, hat uns komplett verschlungen, eingewebt und ich habe davon auch ein Bild gemacht. Ich würde das auch als Thumbnail benutzen. Und dann war Alex bewusstlos, dem habe ich noch ein paar Sachen abgenommen, wie Codeschlüssel und so ein Spaß und habe den dann in seinen komischen Bunker wieder reingezogen, habe die Tür zugemacht, damit er überlebt. Ja, und dann sollte ich einen Nullwellentransmitter-Prototyp herstellen und bin runter in das Kraftwerk gegangen, wo ich den einen Zündschlüssel schon reingetan habe, den wir hatten. Wir brauchten ja den noch von Alex Yu. Den habe ich natürlich dadurch auch gekriegt. Ja, und bin dort unten in das Kraftwerk rein, habe dort den Prototyp hergestellt und hatte dann die Wahl. Entweder ich stecke von Alex Yu den Zündschlüssel ein und spreng das ganze Ding in die Luft. Oder ich nehme den Nullwellentransmitter, Nullwellenprototyp und tue den an dieses Typhon, also so an so eine Koralle. Das ist wohl der Mittelpunkt der Koralle, da mussten wir den Prototyp reinstecken und dann wird angeblich alle Typhons werden zerstört und sie kommen auf jeden Fall nicht mehr zur Erde. Das war von Alex Yu der Plan. Von January der Plan war, wir sollen das ganze Schiff zerstören. Egal, ob wir da jetzt noch mit drauf sind oder ob wir überleben. Das sind die zwei Enden, die es gibt. Die würde ich euch auch jetzt mal kurz noch zeigen. Ich habe die Spielstände hier geladen. Also habe die mir hier laden lassen. Ja, ich würde euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wenn man sich für das Retten des Raumschiffs sozusagen entscheidet. Ich guck mal. Das müsste doch das gewesen sein. So. Entschuldigung bitte, ich bin etwas kränkelnd. Ja. Und ich bin in der letzten Dreiviertelstunde sehr viele Ladebildschirme. Diese Maschine, sie hatte deine Stimme. Aus dem Video weiß ich, dass du mit Operatoren gearbeitet hast. Aber das, es ist noch nicht zu spät. Wir können es noch schaffen. Du hast deine Meinung doch schon mal geändert. Ach, ich halte dich nicht auf, wenn du es beenden willst, das weißt du. Also, was wirst du tun? Jetzt zeige ich euch. Natürlich, ja, es ist genau andersrum. Jetzt zeige ich euch zuerst die Selbstzerstörung. Ich wusste jetzt nicht mehr, es hat das auch gleich gespeichert. Ja,
Hier liegt dann noch jemand rum. Hier ist dann Alex. Wir sind jetzt auf so einer Brücke, wo wir das, die Selbstzerstörung einleiten können. Ich zeige euch mal das Vieh. Das ist hier draußen riesengroß. Alles eingenommen. Und hier können wir jetzt das Shuttle im Landeanflug. Das weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das gedrückt. Sprengladung fernzünden. Dann habe ich das hier gedrückt. Die Talos 1 Selbstzerstörung bereit machen. Sind Sie sicher? Warnung. Ja. Drohende Reaktordetonation. Talos 1 bitte. Ich wünschte, ich hätte dich irgendwie aus diesem Zustand rausholen können. Ja, sehr traurig. Oh, Entschuldigung. Hoppala. Es ist mein Fehler. Ich habe zu viel riskiert. Ja, der ist jetzt total enttäuscht über uns. Die Station oder die Tech zu verlieren, sondern dich. Ja, ja. Ich habe meine... Er hat seine Schwester verloren. Auf jeden Fall müssen wir dann hier zum Arboretum. Und von dem Arboretum aus müssen wir zum Shuttle von Alex. Und da würde ich euch erstmal das erste Ende zeigen. Das heißt, der Untergang. Also die Hauptgeschichte teilt sich dann nochmal in zwei. Einmal der Untergang und einmal der Verdacht, irgendwas. Ich würde das so verstehen, dass eine... Entschuldigung, ist das gute Ende und das andere ist das etwas weniger gutes Ende. Mikrogravitation so. Entdeckt. Ja. So, hier ist jetzt alles Mikrogravitation. Wir können hier nicht mehr ganz normal laufen durch das Vieh. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich dachte, wir müssen da hoch in die... Warum müssen wir jetzt den Dechiffrierungsschlüssel reintun? Das verstehe ich nicht. Warnung. Drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Sitz hier. Da ist es doch. Entschuldigung. Ich hab's nicht verstanden. Doch wieder zurück. Hä? Ey Leute, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also genau dasselbe habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Jetzt geht das nicht mehr. Du betrittst die Brücke. Ja, bla bla. Komm, lad mal. Bisschen schneller. In den Sitz? Wieso in den Sitz? Hey, das verstehe ich nicht. Das habe ich doch letztens nicht gemacht. Ach, soll ich mir das Schauspiel jetzt angucken oder was? Ach, Quatsch. Wie soll ich das machen? Warnung. Drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Sitz 2 Meter. Ich kann mich doch da gar nicht draufsetzen, ihr Affen. So oder was? Hä? Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Also Leute, so habt ihr es vorhin nicht gemacht. Also hier steht Sitz und ich kann nichts machen. So, ich nehme an, das ist das, wo man sich dann selber entscheiden kann, ob man auf der Talos bleibt und sich das Spektakel anschaut. Deshalb auch Sitz. Warnung, drohende Reaktor. Aber ich kann hier nichts an dem Sitz machen. Talos 1, bitte evakuieren.
So, dann wird die Folge wohl heißen, der Sitz und ich. Wer liegt denn hier? Jetzt die Schlüsselkarte, ja. Warnung, drohende Reaktordetonation. Können wir Talos 1 bitte evakuieren. Ja, das ist doch jetzt blöd. Noch eine Schlüsselkarte. Einverstanden? Ja, ja. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Ach, guck mal. Noch 2 Minuten 53. Eine schöne Popstar. Ja. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Aber es ist interessant, da findet man Sachen, die man vorher noch nicht gefunden hat. Sehr faszinierend. Muss ich schon mal sagen. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Eine Minute 40. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Kann man alles nicht mehr mitnehmen. So, naja, die 1 Minute 16 warten wir jetzt noch. Auf jeden Fall. Neuer Code. Oh, Einstellungsdatum. Brückentresor. Wo ist hier ein Tresor? Was war passt? Guck mal, da unten stehen so blöde Stühle. Ach so. Warnung, drohende Reaktordetonation. Talos 1, bitte evakuieren. Ja, da wären wir dann auch so reingekommen. Auch gut. So, 42 Sekunden. Es gibt nichts mehr zu bereden. Wenn du eine Fluchtmöglichkeit hast, kannst du auch gehen. Ich bleibe. Es scheint, dass alles, was mir etwas bedeutet hat, schon seit langem tot ist. Viel Glück mit deinem neuen Leben. Na, ich bleib ja auch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. 0.
Okay, warum haben wir keinen Ton? Ich habe die Musik ausgemacht, ne? So, das war Prey. Kommt jetzt durch. Wenn ich jetzt Escape drücke, kommt noch was. Und zwar der verborgene Ort. Und jetzt geht's erst richtig los. Es ist vollbracht. Wie ist es gelaufen? Aktivierung der Spiegelneuronen ist vielversprechend. Empathiequotient ist im mittleren Bereich. Es denkt wahrscheinlich, es träumt, dass alles egal war. Sie gehen davon aus, dass es wie wir denkt. Sein Leben hängt davon ab. Unseres auch. Es läuft alles auf seine Entscheidungen hinaus. Es hat mich aus dem Frachtcontainer gerettet. Andernfalls wäre ich erstickt. Bemerkenswert, dass es nie eine Typhon-basierte Neuromod installiert hat. Meiner Meinung nach beweist das eine starke Identifikation mit uns. Michaela? Ich bin gestorben. Vielleicht hätte es meinen Tod verhindern können. Ich weiß es nicht. Dann war da dieser Mann in der Psychotronik, Ingram. Für ihn ist es nicht gut ausgegangen, aber... Würden Sie es leben lassen? Ja. Sarah, Sie sind die Nächste. Die Situation im Frachtraum war schlimm. Ich überlebte nicht, aber wenigstens wollte es helfen. Und es hat auch viele Typhon auf der Station vernichtet. Das muss ein gutes Zeichen sein. Danielle, was meinen Sie? Es hat mich nie gesehen und es ist Volontär 37 nie begegnet. Schwer zu sagen, was es getan hätte. Viele von den Typhon-kontrollierten Menschen starben. Nicht, dass es leicht zu vermeiden gewesen wäre, aber... Ich glaube nicht, dass es das Risiko wert wäre. Schließlich wollte es die Talos 1 zerstören. Warum? Um die Erde zu schützen? Wir können nicht genau sagen, was seine Motive waren. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst uns hören, oder? Hier. Ich möchte dir etwas zeigen. Na, dann zeig uns mal was. Was du erlebt hast, war eine Nachbildung, basierend auf Morgans Erinnerungen. Das ist die heutige Welt. Jahrelang haben wir versucht, deine Fähigkeiten in uns zu integrieren. Andersrum haben wir es nie versucht. Bis jetzt. Du bist die Brücke zwischen unseren Spezies. Ich muss wissen, ob du uns sehen kannst. Also wirklich sehen. Falls ja, nimm meine Hand. So, und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir alle töten möchten oder ob wir Alex seine Hand nehmen wollen. Ich möchte euch mal meine Hand zeigen. Die sieht so aus. Also ich würde sagen, wir sind irgendwie das Böse. So halb Mensch und halb Böse, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe beides schon gemacht. Ich habe alle getötet, da spieße ich ihn auf, die kriegen alle einen EMP-Impuls und danach ist es zu Ende. Und wenn ich seine Hand nehme, nehme ich seine Hand und danach ist es auch zu Ende. Also es macht absolut keinen Unterschied, was wir machen. Wir entscheiden uns jetzt mal für das Gute. Wir lassen es krachen. Wie in alten Zeiten. So, das war's. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön und in der nächsten Folge seht ihr dann das andere Ende. Bis dann, tschüssi!